In diesem Video zeige ich dir iPhone-Tricks, die ich so bisher selber noch nicht kannte. Viel Spaß! Legen wir gleich los mit dem ersten Trick. Wenn ihr zum Beispiel ein Foto von einem Dokument gemacht habt und dieses mit jemandem teilen wollt, weil ihr es zum Beispiel per E-Mail oder ähnliches verschicken wollt, aber dies nur als PDF machen könnt, dann gibt es einen Trick, mit dem ihr dieses Foto hier ganz einfach in eine PDF umwandeln könnt. Geht dazu einmal hier unten links auf den Teilen-Button und dann auf den Menüpunkt Drucken. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Ihr müsst einfach nur hier einmal aufzoomen auf dem kleinen Bild und ihr seht, dann öffnet sich diese Großansicht. Und wenn ich jetzt hier auf Teilen gehe, seht ihr, dass hier ein PDF-Dokument erstellt wurde, welches ihr jetzt direkt als E-Mail, per AirDrop, per Nachricht oder andere Möglichkeiten verschicken könnt. Oder ihr könnt diese PDF auch ganz einfach in eurer Dateien-App speichern. Also mit diesem kleinen Trick geht es ganz einfach, aus einem Foto einfach hier durch Zoom eine PDF zu erstellen. Wusstet ihr, dass es in Apple Music eine Karaoke-Funktion gibt? Dafür müsst ihr einfach nur ein Lied auswählen, dieses starten. Und wenn ihr dann hier unten links zu der Textansicht wechselt, dann wird euch hier der Text angezeigt. Und hier über diesen kleinen Knopf könnt ihr ganz einfach die Stimme der Sänger oder von den verschiedenen Sängern lauter bzw. auch ganz, ganz leise machen, sodass man die Stimme kaum noch hört, wirklich sehr minimal, nur noch die Musik und ihr dann diese Einstellung perfekt nutzen könnt, um mit Apple Music Karaoke zu singen. Mit den neuen iPhone 15 Modellen könnt ihr jetzt auch ganz einfach andere Geräte laden. Ich habe hier zum Beispiel die Apple Watch und ihr seht, wenn ich jetzt einfach hier unten den Stecker per USB-C in das iPhone 15 Modell einstecke, dann beginnt die Apple Watch zu laden. Ihr seht, wenn ich das hier einmal einschalte, dann beginnt hier der Lademodus. Auf dieselbe Art und Weise könnt ihr dann zum Beispiel auch andere iPhone Modelle laden. Ihr seht, wenn ich den Stecker hier einstecke, bezieht dieses iPhone nun Strom wirklich von dem iPhone 15 Modell. Oder ihr könnt natürlich auch zum Beispiel eure AirPods ganz einfach direkt von euren iPhone 15 Modellen aufladen. Und in den Einstellungen und dort unter Batterie könnt ihr dann hier unten sogar genau sehen, wie viel eures Akkus verbraucht wurde, um andere Geräte per USB-C aufzuladen. Ihr seht, in meinem Fall habe ich jetzt 61% meines Akkus im Moment hier in den letzten 24 Stunden verbraucht, um andere Geräte aufzuladen. Ihr könnt dann hier auch nochmal auf Aktivität anzeigen tippen und dann seht ihr auch, wie viele Minuten ihr andere USB-C-Geräte aufgeladen habt. Aber ich finde es ein super praktisches Feature, wenn ihr mal unterwegs seid und zum Beispiel eure AirPods, eure Uhr oder vielleicht auch das iPhone eines Freundes aufladen müsst. Im iPhone-Sperrbildschirm könnt ihr ja zufällige Bilder rotieren lassen. Ihr seht hier oben diese Funktion mit zufälligen Fotos, aber wusstet ihr, dass ihr hier auch ein Album gezielt auswählen könnt? Zum Beispiel hier jetzt mal ein Album mit verschiedenen Hintergrundbildern. Und wenn ihr dann jetzt zum Beispiel hier unten rechts auf diese drei Punkte tippt, könnt ihr hier auswählen per Tippen, dass die Bilder wechseln sollen. Ihr könnt dann gezielt in diesen Ordner Fotos hinzufügen, die ihr speziell ausgewählt habt. Und wenn ihr das Ganze jetzt als Hintergrundbild speichert, dann habt ihr nämlich jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier festzulegen. Und sobald ihr jetzt euch auf dem Sperrbildschirm befindet, könnt ihr hier durch einfaches Tippen ganz schnell euren Hintergrund wechseln. Wenn ihr Fotos im Porträtmodus mit der Kamera aufgenommen habt, dann gibt es da einige coole Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel hingehen, das Foto mit den Porträtoptionen auswählen, dann hier einmal auf Bearbeiten tippen und jetzt könnt ihr hier ganz einfach den Fokus nachträglich ändern. Ihr könnt ihn nach hinten setzen, ihr könnt ihn nach vorne setzen. Hier über diesen Regler könnt ihr noch diesen sogenannten Bokeh-Effekt hier stärker oder schwächer machen. Und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, ganz einfach hier direkt auf dem Foto die komplette Porträtfunktion aus- und einschalten. Ihr kennt das vielleicht ähnlich von den Fotos mit der Live-Funktion und hier könnt ihr jetzt halt das gleiche ebenfalls für Porträtfotos machen. Und noch ein weiterer Tipp für Apple Music: Wenn ihr eine Playliste erstellt habt, dann könnt ihr jetzt einfach diese Playliste auswählen und könnt hier oben über diese drei Punkte und den Menüpunkt Bearbeiten das Cover für die Playliste ändern. Ihr seht, ihr bekommt hier von Apple Music einige passende Bilder vorgeschlagen, könnt dann ein gewünschtes Cover hier auswählen. Ihr könnt aber auch hier ganz einfach über die Funktion ein eigenes Foto auswählen und könnt euch so dann die Symbolbilder für eure Playlisten nach euren Wünschen anpassen, damit ihr sie dann hier in der Übersicht schneller finden könnt. An dieser Stelle wollen wir euch NordVPN als Sponsor dieses Videos vorstellen. Durch das geschlossene iOS-System ist das iPhone eines der sichersten Smartphones auf dem Markt, dennoch sind auch iPhone-Nutzer nie ganz vor Gefahren geschützt. Spezialisierte Sicherheitstools wie NordVPN können daher einen noch umfassenderen Schutz für euch und eure Daten bieten.
Denn über eine VPN-Verbindung wird eine sichere Verbindung zwischen deinem iPhone und dem Internet hergestellt, ohne dass deine Surfgeschwindigkeit darunter leidet. Auf diese Weise wird dein gesamter Datenverkehr verschlüsselt und deine Online-Identität geschützt. So kannst du dich auch in öffentliche WLAN-Netze ohne Bedenken einwählen, da du mit der NordVPN-App anonym surfst und niemand sehen kann, was du online treibst. Besonders hilfreich ist der automatische Bedrohungsschutz, der kostenlos enthalten ist. Ist der Bedrohungsschutz einmal in der NordVPN-App aktiviert, funktioniert dieser dauerhaft auch ohne eine aktive VPN-Verbindung und sorgt dafür, dass schädliche Websites und Viren in Download-Dateien blockiert werden, dass keine Cookies von dir gesammelt werden und dass Pop-ups und lästige Werbung automatisch ausgeblendet werden. Bedrohungen werden also schon verhindert, bevor sie überhaupt Schaden anrichten können. Mit NordVPN bist du also vor den häufigsten Cyberbedrohungen sicher. Dazu zählen unter anderem kriminelle Methoden, um Passwörter, zum Beispiel durch Phishing oder Passwortattacken, zu klauen, um so Zugriffe auf Profile, Daten oder Bankkonten zu erlangen. Und auch Malware sowie Ransomware-Angriffe, bei denen man ahnungslos mit Viren verseuchte Dateien herunterlädt, stellen mit NordVPN keine Bedrohung mehr dar. Über unseren Link bekommst du jetzt exklusiv nicht nur eins, sondern gleich 4 zusätzliche Monate bei einem 2-Jahres-Plan NordVPN geschenkt. Und dank der 30-Tage Geld-Zurück-Garantie vom Anbieter hast du auch keinerlei Risiko, denn du kannst im ersten Monat jederzeit ohne Angabe von Gründen sofort kündigen. Also, probier es gleich aus und sichere dir unseren exklusiven Deal mit extra Monaten über unseren Link, welchen du auch nochmal unten in der Videobeschreibung findest, um deine Privatsphäre und deine Daten beim Surfen mit dem iPhone ganz einfach mit NordVPN zu schützen. Eine, wie ich finde, super praktische Version ist die Spotlight-Suche, die ihr überall auf eurem iPhone durch das nach unten Wischen öffnen könnt. So erhaltet ihr zum Beispiel schnell Zugriff auf eure häufig genutzten Apps, könnt hier auch ganz schnell nach einer App suchen, um diese sofort zu öffnen. Ihr könnt hier aber auch ganz einfach Einstellungen direkt ändern. Ihr seht, wenn ich hier nach Flugmodus suche, kann ich hier den Flugmodus sofort in der Spotlight-Suche an- und ausmachen. Das kann ich zum Beispiel auch für die Bluetooth-Einstellung machen und habe hier so über die Spotlight-Suche ganz schnell Zugriff auf diese Einstellung. Und ich kann hier zum Beispiel auch ganz schnell auf diese Art und Weise Dokumente scannen. Ihr seht, wenn ich hier einfach drauf tippe, dann komme ich sofort in die Scan-Option mit meiner Kamera. Und ich finde das super praktisch, dass man hier über die Spotlight-Suche ganz schnell Einstellungen ändern kann, Dokumente scannen kann und Zugriff auf viele Funktionen und Einstellungen erhält. Wenn ihr die Notizen-App benutzt, dann kommt ihr vielleicht auch häufig an den Punkt, dass ihr hier eine PDF einfügt. Und hier finde ich super praktisch, dass ihr hier ganz einfach durch die PDF direkt durchblättern könnt. Ihr seht, ich habe die hier eingefügt und kann mich jetzt hier durch die PDF durchblättern. Ich kann auch hier über diesen Schalter ganz schnell Zugriff erhalten auf die Seiten. Das ist natürlich praktisch, wenn ich eine längere PDF eingefügt habe. Und hier über diesen kleinen Pfeil kann ich auch auswählen, ob die Anzeige klein sein soll, ob sie zum Beispiel auch mittel sein soll, kann mich hier ebenfalls wieder durchwischen. Oder ob ich halt auch eine große Ansicht der PDF haben möchte. Früher musste man immer einen Link zu der PDF-Datei einfügen, musste diesen dann antippen, dann hat sich die PDF alleine nochmal geöffnet und jetzt könnt ihr eben halt ganz einfach die PDF-Datei direkt in der Notizen-App durchblättern. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr im Safari-Browser unterwegs seid und auf Webseiten surft, dass dann oft in den URLs, sprich in den Links, hier solche Tracking-Parameter angehängt werden, wodurch zum Beispiel eine Zuordnung von Werbung oder anderen Nutzungsparametern stattfinden kann. Und häufig ist dann das Problem, wenn ihr auch zum Beispiel diese Links teilt, dass dann solche Tracking-Parameter mitgeteilt werden. Und ihr könnt das Ganze deaktivieren, indem ihr hier einmal in die Einstellungen geht, dann auf den Menüpunkt Safari, dann einmal ganz nach unten scrollt und hier den Menüpunkt Erweitert auswählt. Hier findet ihr jetzt die Funktion Erweiterter Tracking- und Identifizierungsschutz, den ihr einmal antippen könnt. Standardmäßig ist das deaktiviert, das heißt, diese Tracking-Parameter werden nicht abgeschnitten. Ihr könnt das jetzt so einstellen, dass zum Beispiel sagt, wenn ihr den privaten Surf-Modus benutzt, dass dann diese Funktion diese Tracking-Parameter automatisch abschneiden soll, wenn ihr zum Beispiel URLs teilt. Oder ihr könnt auch sagen, dass ihr das immer aktiviert haben wollt. Das ist euch überlassen, das hängt auch immer ein bisschen von der individuellen Nutzung ab. Also hier könnt ihr das Ganze nach eurem Bedürfnis konfigurieren, ob ihr solche Tracking-Parameter in Zukunft automatisch in Safari abgeschnitten haben möchtet. Wenn ihr regelmäßig E-Mails an mehrere Empfängergruppen schickt, zum Beispiel im Rahmen eurer Arbeit, dann ist das über die Mail-App leider gar nicht so einfach möglich. Ihr könnt dann zwar hier Kontakte auswählen, aber auch wenn ihr hier in Listen reingeht, könnt ihr hier nicht so einfach mehrere Kontakte auf einmal auswählen. Da gibt es aber einen kleinen Trick. Ihr könnt nämlich einfach in der Kontakte-App eine gewünschte Liste hier erstellen mit den Kontakten, die ihr häufig für E-Mail-Gruppen nutzt. Und wenn ihr jetzt hier drauf geht, seht ihr, könnt ihr einfach hier oben einmal auf dieses E-Mail-Symbol tippen und schon habt ihr alle Empfänger aus dieser Kontaktliste als Empfänger für die neue E-Mail eingetragen.
Bestimmt jeder von euch kennt das folgende Problem, dass ihr das iPhone in der Hosentasche habt, es rausholt und auf einmal merkt, Mist, die Taschenlampe war die ganze Zeit eingeschaltet. Und neu ist jetzt, dass ihr, wenn ihr ein iPhone mit einer Dynamic Island habt, hier oben ein Symbol angezeigt bekommt, wenn eure Taschenlampe aktiviert ist. Das trägt meiner Meinung nach sehr gut dazu bei, dass ihr nicht aus Versehen die Taschenlampe einschaltet und dies nicht bemerkt. Und ihr könnt auch ganz einfach auf dieses Symbol tippen und dann auch hier direkt die Taschenlampe ausmachen. Und das Ganze seht ihr natürlich auch, wenn ihr im Sperrbildschirm euch befindet. Dann seht ihr hier oben dieses Symbol rechts neben der Dynamic Island, könnt dies Ganze antippen und die Taschenlampe hier auch direkt wieder ausschalten. Also mit dieser neuen Anzeige der Taschenlampe hier oben in der Dynamic Island passiert es euch nicht mehr so schnell, dass ihr die Taschenlampe ungewollt eingeschaltet habt und könnt sie zur Not auch hier oben direkt ausschalten. Das waren jetzt einige iPhone-Tricks, die ich ziemlich praktisch finde, die ich so bisher selber aber noch nicht alle kannte. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob für euch auch einige neue Tricks und Funktionen dabei waren. Und falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Damit ihr auch in Zukunft keine iPhone-Tricks-Videos mehr von uns verpasst, abonniert am besten gleich hier unter diesem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.